Blaue Kugeln. Blaue Kugeln und so hoch springen kann ich gar nicht. Hilfe! Komme ich jetzt raus? Hallo? Hallo? Ah, okay. Er läuft nun mal so. Also, nee. Gut, vergessen wir das mit den Kugeln da oben, sondern versuchen einfach nur diesen Hindernisparcours irgendwie hinter uns zu bringen. Also die blaue Kugel habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ich wundere mich, warum ich in der Luft stehe. Was ist das? Lava. Und aus der Lava wächst eine Bohnenranke? This looks special for me. And I don't like it, I think. And I hate the control mechanism. So. Boah, mein Fernseher flackert, das ist nicht gut. Das flackert irgendwie immer bei Wii-Spielen. Das ist grausam. Vielleicht sollte ich mir tatsächlich mal ein besseres Kabel kaufen für die Wii. Ja, es tut mir leid, aber die Steuerung ist wirklich beschissen. So, war das schon Game Over? Nein. Oh, ich starte jetzt hier von diesem Block. Ja, ich starte von diesem Block. Mal gucken, ob wir springen können. Game Over, 10.800 Punkte. Das ist ein neuer persönlicher Rekord. Alex Kidd in Miracle World. Es soll Leute geben, die dieses Spiel auch durchspielen, ohne ein einziges Mal zu sterben. Und es soll auch Leute geben, denen macht es absolut nichts aus, wenn sie immer und immer wieder von vorne anfangen müssen. Ich gehöre dazu, eindeutig. So, wir machen jetzt noch Folgendes. Wir sammeln diesen Kraftring hier ein. Oh, Entschuldigung. So, wir sammeln diesen Kraftring hier ein und setzen ihn ein. Setzen ihn ein. Ah, eingesetzt. Boah! Hadouken! Hadouken! Habe ich dann endlich viel Schuss oder was? Boah, boom, yeah! Boah, yeah! Ich töte jetzt alles mit meiner Drachenfaust! Boah, zack, zack, yeah! Boah, ich bin so geil, yeah! Boah, zack, 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 zack! Ja, was war das? Dauerfeuer? Nee. Yeah, ich bin so cool. Dab. Und es geht euch alles durch. Ja, macht mal alles kaputt. So, yeah, boah. Okay, das ist cool. Ja. Achso, Mist, da kann er nicht durchhauen. Und ob ein Sensenmann kaputt hauen kann, das probiere ich lieber nicht aus. Dup. Ja, Mensch. Schon ist mir das Spiel wieder um einiges sympathischer geworden. Hahaha. Ja, wie auch immer. Ja, mein Gott, was soll ich dazu sagen? Viele haben mich gefragt, warum machst du Alex Kidd in Miracle World? Aber es haben sich noch nicht viel drüber beschwert, dass ich es mache. Also, irgendwie fandet ihr das sehr interessant irgendwie. Dieses Spiel mal zu sehen. Wundert mich, dass auch keiner jetzt aus, also dass zumindest keiner irgendwie meiner Abonnenten geschrieben hat, oh Mann, das Spiel habe ich früher total gerne gespielt, weil ist so oder so. Keine Ahnung. Offensichtlich hattet ihr damals alle irgendwie keine Sega-Konsole. So erkläre ich mir das jetzt mal zumindest. Oh, okay, unter Wasser funktioniert es nicht. Ah ja, klar, stand da vorne irgendwo. Gut, ja. Holen wir eben auf diesem Wege ein bisschen Videospielgeschichte nach. Ich meine, die Sega-Konsolen, das ist so ein Kapitel, mit dem man sich als ernsthafter Zocker durchaus mal beschäftigen sollte. Es war ja nicht alles schlecht, was Sega damals gemacht hat. Es war nicht alles Alex Kidd-mäßig. Nein. Also, ich muss jetzt mal auch mal eine kleine Lanze für dieses Spiel brechen. Anhand meiner Recherchen habe ich nämlich festgestellt, dass dieses Spiel verdammt viele Fans hat. Aus welchen Gründen auch immer. Offensichtlich haben die Leute dieses Spiel nie gespielt. gut. Nein. Keine Ahnung. Wie gesagt, Ende der 80er war das wahrscheinlich nett. Und wenn man damit dann Kindheitserinnerungen verknüpft, dann ist sowieso alles nett. Egal wie grottig es irgendwie ist. Und ja, mein Gott. Warum nicht? Jedes Spiel sollte seine Fans haben. Nein, ich bin so dumm. Ah, jetzt muss ich den ganzen Weg laufen. Oh, ich gehe doch bestimmt irgendwo drauf.
Ja, zum Beispiel hier. Bl, 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 bl. Toll. So. Kraftregen. Ey. Nein, ich will ihn einsetzen. So. Na, Geschenkebox heben wir uns für gleich auf. So. Zack. Zack. Hui. 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 Ja, so macht das gleich viel mehr Spaß. Upsala. Ich weiß nicht, ob der Sprung so gut war, aber okay. Ja. Es wird immer dümmer, glaube ich. Ja, ha. Hering kann nicht spielen. Hering kann nicht spielen. Bup, 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 bup. Ich weiß, ich soll das nicht sagen, aber in dem Fall, mein Gott. Okay, es ist spät, wie ich schon darauf hingewiesen habe. Ja, ja, ich muss morgen früh arbeiten. Und warum nehme ich das hier überhaupt auf? Ja, keine Ahnung, ich hatte Lust dazu. Oh, let's play, bla bla bla. Und... Und wir merken immer, es ist schön, wenn der Hering dann extra Leben aufsammelt, weil dann überlebt er noch schneller. Aber eigentlich kann ich auch direkt wieder drauf gehen, weil das hat ja alles ohnehin keinen Sinn, wenn ich nur so wenig Leben habe. Deswegen gehe ich jetzt automatisch drauf. Ja. Dab, dab, dab. Game over. Score 8400. Dödö. Alex Kidd in Miracle World. Push Startbutton. Sega 1986. Push du mal den Startbutton? Bub, bub. Und die Musik ist ja wohl mal ein echter Ohrwurm. Hat die jetzt eigentlich innerhalb der, also bei den Weltenwechseln mal, hat die sich verändert? Also kam da mal eine andere Melodie? Ich kann es jetzt so spontan nicht sagen. Ich spiele dieses Spiel, aber ich habe keine Ahnung. Komisch. Egal. Gut. Daran merkt man wieder, wenn so etwas passiert, also wenn ihr Spiel spielt und euch plötzlich nicht mehr an Dinge erinnern könnt, die eigentlich erst 10 Sekunden her sind, dann läuft in eurem Leben irgendwas falsch. Ja. Hahaha. So. Ups, ups, ups. Haben wir ja gelesen. Dieses Spiel sollten keine Epileptiker zocken und auch keine Leute, die... Wer hat Angst vom bösen Sensenmann? Bub. Bub. Wobei das mit der Epilepsie-Warnung eigentlich durchaus in Verbindung mit meinem Fernseher stehen könnte, weil so wie das Bild hier die ganze Zeit flackert, das ist echt nicht schön. Aber davon merkt ihr zum Glück nichts. Auf eurem YouTube-Bildschirm bekommt ihr ein glasklares Bild spendiert. Übrigens nicht in HD, also diesbezüglich, ja, könnt ihr vielleicht auch mal ansprechen. Zu Beginn meiner Let's Play-Karriere, beziehungsweise auch zu Beginn meiner YouTube-Karriere, habe ich ja eigentlich alle Videos von mir so gerendert, dass sie auf YouTube in HD verfügbar waren. Und seitdem ich Let's Play-Videos en masse präsentiere, bin ich irgendwie davon abgerückt, weil das kostet einfach Zeit. Und nachdem ich ja mittlerweile so viele Videos mache, da hat man nicht mehr Lust, den Rechner so viele Stunden ohnehin, also er ist ohnehin schon viele Stunden an, aber dann noch länger anzulassen, damit er nur die blöden Videos rendert. Deswegen, ey komm, ich habe ihn doch wohl getroffen. Nee, ich hasse sowas. Das einzige Positive an dem Spiel in der Hinsicht, in der Beziehung ist, dass man nicht so wie bei Super Mario oder so dann direkt vom Anfang des Levels startet, sondern man hat halt diesen Rücksetzpunkt, der irgendwo im gleichen Bildschirm, in dem man gestorben ist, dann halt aktiviert wird. Das Blöde ist eben nur, wenn man alle Leben verliert, dann startet man ganz von vorne. Aber im Endeffekt, ja, es ist wie Super Mario. Mein Gott. Alex Kidd und Super Mario Bros., die haben so viel gemeinsam. Und hat irgendjemand von euch sich schon mal über Super Mario Bros. Beschwert? Ich glaube nicht. Also von daher, meckert nicht so viel über dieses Spiel. Dieses Spiel hat Charme. Dieses Spiel ist ein echter Klassiker. Dieses Spiel ist so unfassbar genial. Es ist Alex Kidd in Miracle World, bla bla bla. Und wir fahren Skorpione platt mit unseren... Ja, mit unserem Supermotorrad. Und wir fahren ganz cool hier durch die Gegend, damit wir alle Säcke einsammeln können. Boah, und wir springen über diese roten Blöcke. Und wir springen über diese roten Blöcke. Düpp, düpp, düpp. Wenn ich nach hinten drücke, dann verlangsamt das Motorrad nämlich.
Und da fahren wir die ganze Zeit in so einem gemächlichen Tempo und merken so wunderschön, dass wir immer über diesen Sumpf springen können und es macht Spaß, ja. Upsala. Keine roten Blöcke mitnehmen, weil rote Blöcke sind Gift für unser Motorrad. Oh ja, die roten Blöcke des Todes. Ups. Ich habe einen Sack verpasst. Ich bin so schlecht. So, um meine Theorie von vorn zu untermauern, werden wir jetzt Steinkopf besiegen. Ich bin Steinkopf, der dritte Gefolgsmann von dem König. Ich weiß zwar nicht, ob Benjamin Gefolgsmann heißt, aber ich glaub's jetzt einfach mal. Ich guck's zum nächsten Mal nach, ja. You must feel, you must feel, ja. Before the music stops. So, was habe ich vorhin gesagt? Beziehungsweise, was hat er jetzt als erstes? Als erstes kommt Schere bei ihm, genau. So, wir sehen deshalb jetzt Stein. Und oh Wunder. Ja. So, und als nächstes kommt bei ihm Papier, genau. Und deswegen nehmen wir jetzt Schere und zerschnippeln dieses kleine Papier in kleine Stückchen. I lose, bla bla bla. Yeah, er hat sich in ein Reisbällchen verwandelt. Mampf, 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 Mampf. Mampf, 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 Mampf. Düpp, düpp, düpp. Düpp, düpp, düpp. Und noch ein extra Leben. Ich glaube, der Durchgang konnte gut werden. Ja. Was ist das da ganz links überhaupt? Daneben der Punktzahl oder soll das? Ach, egal. Tipp, tipp, tipp. Beziehungsweise, nein, das war gar nicht Punktzahl. 250. Doch von dem aktuellen Level. Ach, ja, das Geld. Ach so. Aha. Ich beginne dieses Spiel zu verstehen. So ganz langsam. Ja. Dup, 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 dup. Octopussy, Octopussy. Aber wahrscheinlich tötest du mich sofort, wenn ich deinen großen, Tentakel da berühre. Deswegen lassen wir das. Arme kleine Octopussy und süße kleine Seepferdchen. Seepferdchen, ich mag Seepferdchen. Ich mag Seepferdchen. Am liebsten gegrillt. Ups, 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 ups. Dip, 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 dip. Seepferdchen verfolgen mich nicht. Seepferdchen haben ein fest vorgegebenes Muster. Es ist Donnerstag. Ich mache maximal. Oh, ich spiele jetzt schon eine halbe Stunde. Ah, das sind zwei Videos. Vielleicht mache ich maximal drei Videos. Die lade ich dann noch so ein bisschen hoch. Vielleicht lade ich auch nur ein Video hoch, um zu gucken, wie die Resonanz so ist und ob ihr mehr Alex Kidd in Miracle World sehen wollt. Und wenn ihr es nicht sehen wollt, dann habe ich Pech gehabt und lade die anderen Videos trotzdem irgendwann hoch. Lalala. Ja. Anarchie bei Haringway, ich mache, was ich will. La 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 la. Ich spiele, was ich will und haue dummen Fischen eine auf die Mütze mit meiner Affenfaust des Todes. Und mampfe genüsslich den ein oder anderen Reisball. Dab, 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 dab. So, ja. Die Welt ist gemein. Guck mal, wie soll man das machen? Ich zittere. Buh, ich zittere. Buh. Wie soll man? Wie soll man? Hallo? Döp. Hallo? Ach so! Man kann die blauen Blöcke auch kaputt. Oh Gott. Sagt mir doch so, Leute, ey. Und ich streng mich hier an. Meine Fresse, ey. Döp, 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 döp. Ja, toll. Ja, genau, ja. Da, da, da. So, da, 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 da. Na toll, jetzt kann ich trotzdem nicht nach oben gehen, ne? Oh, doch, kann ich. Ich will nach oben. Oben alles einfacher sein muss. Ups, so wollte ich gar nicht springen, aber okay. Er springt scheiße, er springt so beschissen. Aber gut, wir wollen uns nicht beschweren. Wir wollen uns nicht beschweren, denn wir haben die erste Lavagruppe jetzt ohne Probleme gemeistert. Und wir meistern noch die zweite Lavagruppe ohne Probleme. Habe ich jetzt gerade so beschlossen. Ja, das ist das Problem oder was? Ja, lalala. Niveau. Ja, es ist schlimm. Irgendwas ist da. Es war böse, glaube ich. So. Döp, döp, döp. Oh, meine Augen. So. Ach, das waren Skorpione des Todes, natürlich. Und da unten ist ein Drache, okay. Aber der bewacht nur Geld. Oh, da ist ein alter Mann. Alter Mann, alter Mann, alter.